Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Wir werden dich aktiv dabei unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Abonniere uns bei Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe und bild dir deine eigene Meinung. Was hältst du davon, für deine Meinung bezahlt zu werden? Findest du das gut? Dann werde jetzt freier Autor auf www.modernvalueinvesting.de. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Modern Value Investing. Heute Modern Value Investing TV. Du wirst dich fragen, was werden wir heute machen? Und genau das wirst du jetzt erfahren. Weil ihr wisst ja, wir haben ein Wikifolio und in diesem Wikifolio bilden wir eigentlich so das ab, was wir eigentlich auch kaufen, privat auch, und wie wir unsere Depots abdecken. Und das wird ja immer auch mal öfter nachgefragt. Und da haben wir uns überlegt, wir werden euch einfach daran teilhaben lassen. Einmal im Monat wird es ein Video dazu geben, wo wir alles besprechen, was haben wir im Wikifolio drin, was haben wir gekauft, was haben wir verkauft. Und natürlich, wir werden auch die Kandidaten für einen möglichen Kauf dann auch vorstellen. Und da muss man einfach sagen, Marcel, wie bauen wir das denn jetzt eigentlich auf? Genau, wir möchten mit euch zusammen einmal durchgehen, wie ist das Geschäftsmodell, wie ist der Chart, die Bewertung, also auch die fundamentalen Daten, und dann eben auch kurz in die Diskussion treten, wie wir die Zukunft des Unternehmens sehen und wie wir vielleicht dann auch verfahren im Depot. Genau, wir brauchen auch deine Hilfe. Schreib uns gerne einfach mal in die Kommentare, was hältst du für geeignete Unternehmen für das Wikifolio? Ganz wichtig ist, wir suchen keine zyklischen Unternehmen. Also das heißt, was sind zyklische Produkte? Zyklische Produkte sind Produkte, auf die du wirklich verzichten würdest, wenn es dir nicht so gut gehen würde. Dann suchen wir natürlich Unternehmen, die extremst robust sind, die Unternehmen immer brauchen, die die Menschen auch immer konsumieren oder auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und wir werden eure Vorschläge dann immer zur Abstimmung geben. Dann könnt ihr abstimmen bei Facebook oder auch natürlich bei YouTube. Und wir werden die dann besprechen. Genau. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an mit dem ersten Unternehmen in unserem Wikifolio. Und das ist bei uns die CVS Health. CVS Health, aktuell knapp 100 Milliarden Marktkapitalisierung. Großer Betreiber von Apotheken. Und haben zusätzlich, um einen Burggraben, um ihr Geschäftsmodell zu setzen. Also das Geschäftsmodell ist ja eher der Großhandel von Pharma und der Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, haben sie, finde ich persönlich auch ein sehr, sehr kluger Schachzug, einen Krankenversicherer übernommen, einen sehr, sehr großen in den USA, den US-Krankenversicherer Aetna. Marcel, ich würde mal sagen, ab zu dir und zum Chart, oder? Genau, wir werfen mal gemeinsam einen Blick auf den Chart und da sehen wir, dass wir langfristig in einem tollen Aufwärtstrend stecken, auch wenn der mittelfristig sehr kränklich aussieht. Es geht nämlich doch schon seit einigen Jahren eher Richtung Süden. Und jetzt ist es eben kurzfristig gesehen sehr spannend, ob wir über diese mittelfristige Abwärtstrendlinie ausbrechen können nach oben. Wenn das der Fall ist, und das wird, denke ich, höchste Zeit, dann wird es höhere Kurse geben. Ja, also hier steckt eine Chance dahinter und ich glaube, die relative Stärke aktuell wird durchaus positiv enden. Ja, wir sehen ja auch hier wirklich ein robustes, solides Geschäftsmodell, muss man auch sagen. 100% der Umsätze werden in der USA erzielt. Wer unsere Analysen schon auf dem Kanal verfolgt oder auch unseren Podcast hört, weiß, ich bin kein großer Freund von nur USA-Umsatz 100%. Stimmt, es ist eine Ausnahme. Aber es ist natürlich, ja, also ich habe es ja auch im privaten Depot. Ja, beide. Oder beide, ja. Weil man ja auch einfach sagen muss, dieses, also wenn man sich ein privates Depot natürlich auch baut, dann muss man auch darauf achten, dass man eine große Mischung auch drin hat. Ne? Also, und ich ergänze das dann natürlich auch mit anderen Unternehmen, die zum Beispiel nur in Europa, zum Beispiel in der EU oder im asiatischen Bereich, ich versuche da immer ein Gleichgewicht zu halten. Achtest du da eigentlich groß drauf bei deinen Beimischungen, wo die Umsätze erzielt werden? Ich achte mit drauf, aber nicht ganz so sehr im Fokus. Also sprich, ich könnte es auch vernachlässigen, wenn es eben mehr US-lastigen. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Also der Dollar ist ja auch eine starke Währung, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Jetzt haben wir natürlich die Eigenkapitalquote aktuell von CVS Health. Knapp 30%, nicht so viel, weil man natürlich auch ordentlich Schulden aufgenommen hat, um Aetna zu übernehmen. Deswegen hat man auch die Dividende eingefroren. Also wundert euch nicht, sie zahlen schon eine sehr schöne Dividende. Ja, also aktuell knapp 2,72%.
da geht ja noch, wenn man in Deutschland steuerpflichtig ist, die Quellensteuer runter von 15%, was aber auch in Ordnung ist, ja, weil wir beide sind ja noch jung, man sieht es noch, wir setzen ja nicht nur auf reine Dividendenplayer, sondern eher lieber ein bisschen Wachstum. Historisches KGV 14, völlig in Ordnung, ja, für ein solides Geschäftsmodell und aktuell für 2020 13 und für 2021 11,81. Man sieht, das KGV geht runter. Das zeigt dann natürlich auch, wir haben eine starke Gewinnentwicklung und auch eine starke Umsatzentwicklung. Und persönlich glaube ich eher, wenn der Markt oder durch die Quartalszahlen jetzt, also das CVS Health muss jetzt natürlich auch liefern, klar, weil sonst könnte es ihnen auch wie Walgreens gehen, die ja auch im Moment stark unter Beschuss sind, großer Wettbewerber, die haben aber nicht so eine Übernahme gemacht. Da wird ja im Moment ein bisschen spekuliert, dass man die von der Börse nimmt oder ja, solche Sachen. Da ist ja auch das Problem aktuell, weil letztendlich Apotheken, stationärer Handel hat natürlich immer noch die Gefahr des Onlinehandels, also nicht nur Amazon, ja, sondern eben auch normale Onlinehandel, die durchaus apothekenpflichtige Sachen verschreiben oder verkaufen oder eben auch nicht, ja, Apotheken oder rezeptfreie Sachen eben auch vertreiben. Und insofern ist es wichtig strategisch, dass man da Aetna übernommen hat, um sich breiter aufzustellen und eben auch eine Synergie. Genau, ich finde auch, was man erwähnen muss, ist, das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren war bei knapp 9%. Also das heißt, wir sind hier noch nicht abgeflacht und ich denke, der Kauf kam schon zum richtigen Zeitpunkt. Also lieber, man hat eher agiert als reagiert. Das stimmt. Und das finde ich persönlich lieber, weil wenn man zum Beispiel auf 10 Jahre das Dividendenwachstum sieht, Achtung, 22% im Schnitt, das ist wirklich ordentlich. Also man sieht, der Markt ist groß, das Potenzial ist auch da. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier einen Pure Player erleben werden, was das ganze Thema Krankenversicherer in den USA nach der US-Wahl, was einige demokratische Kandidaten haben wollen. Persönlich glaube ich ja auch, dass Donald Trump auch nochmal wiedergewählt werden wird. Ja. Was natürlich auch ein Vorteil ist, 100% der Umsätze in den USA. Ich gehe nicht davon aus, dass im Moment CVS Health groß unter Beschuss genommen wird vom Markt, wie es zum Beispiel Sachen, die jetzt mit Öl zusammenhängen oder mit Rüstung und all solche Sachen. Der aktuelle Petrowski F-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Wir haben eine schöne Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten Jahre gehabt. Umsatz mehr als Gewinn. Aber ein KGV von 14 für nächstes Jahr unter dem Schnitt. Also wir haben noch eine tendenzielle Unterbewertung nach dem Gewinn zu urteilen. Ich persönlich würde sogar jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nochmal nachkaufen, wenn ich nicht andere Unternehmen auf der Watchlist hätte, wo ich jetzt sagen würde, die würden mir eher aktuell zusagen. Aber im Moment kann ich eigentlich nur sagen, könnte man über einen Einstieg nachdenken, oder? Wie siehst du das? Absolut, vor allen Dingen, wenn dann noch charttechnisch der Ausbruch erfolgt, denn dort hat man dann wirklich noch den, genau, Support des Marktes. Ja? Genau, also dann dürfte es nochmal einen ordentlichen Schwung nach oben gehen. Ein bisschen mehr PS. Kommen wir zum zweiten Unternehmen. Unser zweites Unternehmen ist Cisco Systems. Und ja, Cisco Systems, Philipp, auch Netzwerkausrüster. Genau. Habe ich auch im Depot. Hast du auch im Depot? Hast du schon? Ich noch nicht, nein. Ach. Ich warte noch. Ich brauche worauf? Ein bisschen. Ich warte auf ein Signal aus dem Charttechnischen. Ach so, Charttechnik. Ja, also es ist ein weltweit großer Ausrüster von Netzwerkinfrastruktur, Netzwerklösungen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was auch immer mehr und mehr wird durch die Digitalisierung auf der Welt. Wir haben auch Rechenzentren, die müssen alle vernetzt werden miteinander. Das ganze Thema 5G. 5G, sie sind bei Cyber Security auch noch mit dabei. Das werden sie auch noch, also mehrere Trends werden hier getroffen. Und da muss man sagen, das ist eigentlich auch so ein Unternehmen, die haben eigentlich jedes Jahr seit 2004 den Gewinn je Aktie gesteigert. Das ist schon beachtlich. Und das ist natürlich, wir haben starkes Dividendenwachstum. Man erwartet ungefähr, dass das Dividendenwachstum in den nächsten Jahren so bei 5-7% liegen wird, was auch völlig in Ordnung ist. Sie sollen lieber das Geld nehmen in die neuen Trends, 5G, Cyber Security auch investieren. Man sollte sich aber auch da hoffentlich nicht so verzetteln. Weil Cyber Security, wir haben es ja auch im Aktienpodcast vorgestellt, ist schon ein hochspannendes Feld. Ja. Aber wer da kommt, wer da nicht kommt. Wer die Nase vorn hat, das ist sehr schwer zu sagen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 34%, finde ich aber auch nicht so schlimm, weil es doch, sie können die Gewinne steigern, sie können die Umsätze steigern. Ist auch ein investitionslastiges. Ja, wir haben eine operative Marge von knapp 30%, das ist auch sehr hoch, ja, sehr schwankungsarm, also Netzwerke, du kannst ja nicht darauf verzichten in der Krise auf deine digitale Infrastruktur. Ein Unternehmen braucht immer eine Infrastruktur. Genau. Das ist, und KGV für 2020 liegt bei 16,9, 16,8 für 2021 und 14,5. Also man könnte hier von einem fair bewerteten Unternehmen dann auch sprechen. Ob ich jetzt wieder einsteigen würde, ja, sonst würde ich es ja nicht halten. Aber es ist trotzdem, ich denke, aktuell könnte es noch andere Chancen am Markt geben als eine Cisco. Hast du ja auch schon
gesagt, willst du uns denn mal kurz durch den Chart mal führen? Sehr gern. Also im Chart sieht man zuletzt oder jetzt auch im letzten Jahr gab es etwas, ja, durch schlechtere Quartalszahlen wieder Abverkäufe und dieser kleine kurzfristige Trend, der hält nach wie vor an. Und ich warte persönlich ja auf den Ausbruch aus diesem kurzfristigen Trend, denn dann wird die langfristige Rallye weiter fortgesetzt. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich. Schauen wir mal, ob es nochmal tiefere Kurse gibt oder ob das gleich passiert. Von einem Netzwerk kommen wir zum nächsten. Vom Netzwerk kommen wir zum Zahlungsnetzwerk. Ja, so wir sprechen über Wirecard. Und Wirecard war, glaube ich, auch somit unser erstes Video, was wir zusammen gemacht haben, nach der Hauptversammlung noch im Auto. Genau. Ich fand die Hauptversammlung sehr, sehr gut, kann ich wieder nur sagen, wie es aktuell ist. Und Wirecard ist einfach, sie haben ein Netzwerk für Zahlungen. Sprich, du gehst mit deiner EC-Karte beim Aldi einkaufen, dann stellt Wirecard die Verbindung her zwischen deinem Bankkonto und dem Konto von Aldi. Was sie natürlich als Vorteil haben oder was sie anbieten, sie bezahlen Aldi sofort, sie gehen in Vorleistung, also sie warten nicht darauf, bis das Geld von der Bank da ist, und das verschafft ihnen, also verschafft natürlich Aldi einfach einen strategischen Vorteil, weil sie das Geld dann vorher haben. Und sicher haben. Und sicher haben, weil das Risiko des Zahlungsausfalls übernimmt Wirecard in diesem Fall. Also, und sie haben das größte Zahlungsnetzwerk der Welt. Ne? Das, ja, ist, also ich finde das super spannend. Sie haben ja Boon Planet, Boon, also das ist... Sind so, in China aufgestellt. Ja, im asiatischen Bereich. Softbank ist über eine Wandelanleihe eingestiegen. Ja. Also das ist schon... Hochspannend. Unglaublich. Und ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell so spannend ist, wirst du uns ja jetzt auch mal beim Chart erklären, oder? Ja, richtig, genau. Der Chart, ja, wir kennen es alle von den ganzen Berichten der Financial Times. Es ging halt immer wieder stark mal nach unten. Die Gegenreaktionen waren ebenfalls auch recht wild. Und zuletzt kam dann doch wieder ein bisschen Ruhe rein. Und man merkt auch ganz klar, sobald der Chart in Richtung 100 geht, kommen die Käufer rein und stützen den Kurs. Und das wird eben jetzt spannend, wann es wie nach oben weitergehen wird. Ich glaube, so viel tiefer als 100 Euro werden wir wahrscheinlich nicht nochmal sehen. Ja, wir haben auch ein sehr schönes KGV, durchschnittlich historisch von 20. Der Financial Times sei Dank, haben wir für nächstes Jahr auch eine 20. Also wir könnten hier ein fair bewertetes, stark wachsendes Unternehmen haben. Gewinnwachstum und Umsatzwachstum der letzten Jahre bei 30%. Analysten gehen davon aus, dass es auch so weitergeht. Mhm. Wir haben eine geringe Dividende, was auch sehr schön ist. Der CEO, Markus Braun, größter Einzelaktionär, hält über 8% der Aktien. Hat es den groß gemacht? Also ist ja auch einer, er kennt sich aus. Wenn nicht er, wäre dann? Er kann es auch ordentlich skalieren, das muss man auch sagen. Der aktuelle Petrovski-F-Score 7/9 möglichen Punkten, auch super solide. Und was ja auch viele immer sagen, im Vergleich, also man hat ja, es gibt ja trotzdem Worldpay und Aiden zum Beispiel als Konkurrenten, aber Wirecard ist nicht mal ansatzweise so bewertet wie die Unternehmen, die nicht so schnell wachsen. Also ich denke, Wirecard wird noch das Unternehmen auf der Welt mit werden, also das deutsche Unternehmen mit, ja, auf der Welt werden, mit Bayer vielleicht zusammen. Genau, ja. Und ich denke, wenn man diesen Bereich Zahlungsnetzwerk, wenn man daran glaubt und daran glaubt, dass an der Financial Times nichts dran ist. Richtig, das ist wichtig. Das ist natürlich extrem wichtig. Dann könnte man hier doch eine sehr schöne Chance haben. Ja. Aber wichtig ist natürlich, man muss auch mit den Risiken leben können. Also richtig. Der Kurs, der ist schwankungsbreit. Er ist schwankungsstärker, ja, als ein anderer. Aber ich denke, Wirecard, ja, für mich Börsenwert 13, 14 Milliarden, ist jetzt auch nicht so viel, ist auch für mich noch ein Unternehmen, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wo ich mal sage, Mensch, Google oder so, die könnten das schlucken, Microsoft, ohne da mit der Wimper zu zucken. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir vor. Behalten mal im Wikifolio und wir halten es in unserem auf jeden Fall. Privaten Jahr. Also privat auf jeden Fall. Ich denke, Wirecard hat auch noch ordentlich Luft nach oben. Finde ich auch. Ja. Dann kommen wir von einem Netzwerk, kommen wir zu einem Hersteller von Post-its. Ich habe gar keine. Ja, schämlich. Schämlich, aber ja. Ich habe bestimmt irgendwas von 3M. 3M. Also man sagt ja, in der entwickelten Welt kannst du keine 20 Schritte gehen, um auf ein Produkt von 3M zu stoßen. Das ist schon spannend, wenn man überlegt. Ja, es ist unglaublich. Also sie erfinden ja lieber neue Produkte, anstatt irgendwas zu übernehmen. Haben ein Riesenpatent. Das stimmt, halt. Auf jeden Fall. Haben eine Marktkapitalisierung von knapp 103 Milliarden US-Dollar. Ja, ich persönlich hatte sie mal im Depot, habe sie nicht mehr. Ich habe sie noch und werde sie auch behalten. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Und da sieht man natürlich auch die Risiken. Und da sieht man auch, dass wir nicht allwissend sind. Wir haben ein historisches KGV von 17,5. Jetzt haben sie die ganzen Erwartungen zurückgeschraubt. Jetzt haben wir für nächstes Jahr eine 20.
eine 18,5 und eine 17,9 für 2021. Bedeutet, Marcel, wir könnten auch hier vielleicht eine Überbewertung haben, die der Markt natürlich schon vorher gesehen hat. Richtig. Die wir eher als Unterbewertung gedeutet haben. Was sagst du denn eigentlich zum Chart? Zum Chart kann man ja bei 3M nicht wirklich viel meckern, wenn man langfristig investiert ist, denn es geht wenn man die vielen Jahre betrachtet, eigentlich nur stetig bergauf, außer zur Finanzkrise, dort gab es einen Abverkauf und der ist gleichzusetzen mit dem jetzt, muss man sagen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie sich das natürlich fundamental weiterentwickelt, denn klar, weniger Erwartungen führen auch zu einem geringeren Kurs. Wenn das dann wieder sich ein bisschen aufhält und der Boden gebildet ist, dann glaube ich, kann es hier recht schnell auch wieder in Richtung alter Hochs gehen. Ja, wir haben eine Eigenkapitalquote von knapp 27%. Wir haben eine operative Marge von 22%, das ist auch wirklich gut. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre 1,2%. Das ist halt schon ein echtes Schiff. Ja, Gewinnwachstum 5,88%, Dividendenwachstum 16,45%. Diese Relation finde ich nicht sehr gesund. Also von 1,2% Umsatzwachstum kommen 5,88% beim EPS an, beim Gewinn je Aktie. Das lässt aber auch darauf hindeuten. Sprich, wenn der Umsatz nicht so schnell steigt wie die Gewinne, entweder man spart, arbeitet hocheffektiv oder hat ordentlich Aktienrückkäufe am Laufen. Das müsste natürlich nochmal geprüft werden. Und ein Dividendenwachstum von 16,45% deutet natürlich auch darauf hin, dass man mit den Gewinnen, die man mehr erwirtschaftet, nicht so wirklich weiß, wohin man wirklich will. Deswegen persönlich denke ich, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir vielleicht nochmal Break-Even sind, aber dann würde ich es wahrscheinlich doch aus dem Wikifolio im Moment eher rausnehmen, weil ich denke, es könnte wirklich irgendwo andere Chancen oder bessere Chancen geben. Der Petrovsky F-Score sieht das auch so, 5 von 9 möglichen Punkten. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Man hat ja reagiert und sogar Geschäftsbereiche, die nicht so gut laufen, hat man jetzt ja auch wieder verkauft. Das hat man ja auch schon in einem unserer letzten Aktienpodcasts angesprochen. Insofern denke ich, werden sie sich auch verschlanken, gerade in den etwas schwierigen Feldern und so wieder Dynamik aufnehmen. Ich glaube, sie positionieren sich schon richtig, sind ja auch schon lange recht erfolgreich. Also es wäre natürlich auch mal interessant zu hören von unseren Zuschauern, was die über 3M denken. Ja. Man hat ja in vielen Börsengruppen gelesen, dass einige bei 3M auch groß spekuliert haben, einsteigen wollten. Und also ich bin nicht mehr so überzeugt. Ich bleibe weiterhin überzeugt. Ja, also sie sind ein solides Unternehmen. Sie haben eine gering schwankende Marge. Das ist auf jeden Fall, aber ich denke, die Chancen könnten doch besser sein. Es gibt vielleicht bessere Alternativen. Ja, aber sie schwanken unter 20% operative Marge seit 2004. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich... Also man macht langfristig nichts falsch. Nein. Du hast ja vorhin gesagt, langfristig gesehen scheint es ja so ein Abverkauf zu sein, wie es ist aber zur Finanzkrise sogar schon fast. Ne? Ein reiner Anstieg über die Jahre hinweg. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir von Post-its und Konsumgüter zu einem anderen Konsumgut. Eine Zigarettenpause. Also für alle, die jetzt eine Pause machen wollen, dann viel Spaß. Genau. So, ich hoffe, ihr seid alle wieder da und habt die Werbung genossen. Und British American Tobacco. Eines meiner liebsten Unternehmen, muss man wirklich sagen. Spottbillig bewertet in meinen Augen. Marktkapitalisierung von 77,24 Milliarden Pfund. Und sieht der Chart das denn genauso? Ja, beim Chart ist es richtig interessant und tatsächlich mal vorbildlich, denn es wurde nach dem starken Abverkäufen im Zuge der Unsicherheiten der Tabakindustrie endlich mal ein Boden gebildet und eine leichte Seitwärtsphase wurde über Monate hinweg gebildet. Und jetzt erst kürzlich, weil du als Kunde hinzugekommen bist, Philipp, vielleicht... Also ich bin nicht Raucher, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja nur mal so ab und zu. Ja. ist doch tatsächlich der Kurs ausgebrochen und jetzt... könnte doch die Trendwende eingeläutet werden. Wichtig wäre, dass die nächsten Widerstände auch gebrochen werden. Insofern das geschieht, dann ist die Trendwende tatsächlich nahezu perfekt. Ja. Also es wird ja auch immer gesagt, dass es immer weniger Raucher auf der Welt gibt, aber die Weltbevölkerung steigt. Ich glaube, das hält sich schon so ein bisschen die Waage. Man hat auch die Preissteigerungsraten sind, ein Süchtiger ist gewillt mehr zu bezahlen. Man sieht es ja auch in Australien, da kosten die Schachtel, glaube ich, schon $15 oder so und die Leute rauchen da trotzdem noch. Ja. Das muss man einfach sagen. Wir haben einen KGV-Schnitt historisch von 14,6, aktuell für 2019 11,6, für 2020 10,5 und dann 10,7. Also wir sehen wieder Gewinne expandieren. Man hat ja auch Reynolds übernommen. Genau. Man ist ja ein riesen Tabakhersteller auch auf der Welt. Die ganzen Synergien, die da jetzt noch kommen. Ja. Und das sieht man auch
beim erwarteten Umsatzwachstum 4,23%. Nicht viel, aber das wird man mit Hilfe von Synergien umwandeln in 7,78%. Kosteneinsparungen sind ein großer Punkt, gerade bei den ganzen Tabakindustriefirmen. Und man hat ja auch noch die Elektrozigaretten. Ja, ist zwar immer das gleiche Thema, aber die sind eben noch hochmarschiger. Und wenn sie eine Vibe oder so noch mehr oder besser positionieren kann, gerade bei Bud oder eine Glow, was ja das Ambivalent von IQOS ist, dann kann es hier durchaus schnell. Und was natürlich auch interessant ist, wir haben jetzt ein Gewinnwachstum erwartet für 3 Jahre von 7,78%. Eine 3M hat keine. Ja. Die haben keine 4%. Und das ist Geschäftsmodell hier ja sogar eher dem Ende gesagt. Ja, genau. Oder also was man totgesagte leben ja aber bekanntlich auch länger. Ne? In dem Falle. Und da muss man einfach sagen, auf 10-Jahres-Sicht haben wir ein Umsatzwachstum von 7,29%. Dividendenwachstum von 11,74%. Ich gehe auch davon aus, dass die Dividende weiterhin gesteigert werden wird, weil wir haben auch eine geringe Ausschüttungsquote. Für ein Tabakunternehmen sind wir unter 70%. Das ist natürlich auch durch die Reynolds-Übernahme. Da muss man, also ich persönlich sage auch, und das muss man auch wieder sagen, operative Marge 40,77%. Das ist Tabak. Das ist schon. Und das wird mit Alternativen noch besser. Also diese Glühtabak-Varianten, die haben noch höhere Margen, denn das sind die Restabfälle, also die Abfälle, die sonst bei der Zigarette nicht mit hineinkommen. Und diese Liquids, die sind ja noch günstiger herzustellen und werden beim gleichen Preis fast verkauft. Wahnsinn. 6 von 9 möglichen Punkten nach dem Petrovsky F-Score. Und da muss man auch immer sagen, wir sind ja Einzelaktionäre. Wir wollen den Markt schlagen. Und ich finde, wenn man solche Chancen hat, das ist ja ein Marathon. Du gewinnst ja auch nicht einen Marathon, weil du die ersten 10 Kilometer schneller läufst als alle anderen. Du musst ja ins Ziel kommen. Genau. Und da muss man einfach sagen, wenn sich eine Chance ergibt, wie zum Beispiel die Tabakbranche ist im Moment nicht teuer bewertet, dann muss man auch mal bereit sein, da ein bisschen sich mal 5 Kilometer durchzubeißen, bis man sich an die Schmerzen gewöhnt hat und es dann auch wieder angenehmer wird. Genau. Geduld ist hier das Wort. Genau. Und deswegen denke ich, kann man sich die Tabakbranche angucken? Du bist investiert? Ich bin investiert bei British American Tobacco. Mhm. Hab auch jetzt nicht mehr vor, dort wieder auszusteigen. Okay. Finde auch, Bud ist das interessanteste Unternehmen. Allein auch schon wegen dem Brexit. Sie schütten aus in Pfund. Sie berichten in Pfund. Was wird denn passieren, wenn der Brexit kommt? Vermutlich wird der Brexit weiterhin zur Abwertung des Pfund führen. Sie sind sehr global diversifiziert. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch stärkere Währungen, wie zum Beispiel den US-Dollar, werden sie mehr Pfund von kriegen. Was bedeutet mehr Gewinnentwicklung, mehr Dividende? Also ich denke, eine British American Tobacco könnte hier wirklich auch nochmal einen zweiten Herbst erleben. Ja. Das ist, wie siehst du das? Bist du investiert? Ich bin nicht investiert aufgrund der Lastigkeit, die ich im Depot habe, in Sachen Tabak durch Altria. Ja. Das ist mein persönlicher Favorit, auch aufgrund der Ausrichtung. Finde ich viel spekulativer. Mag weil sein, sie ja nur in der USA. Das stimmt, wobei ich eben sowas wie Juul und Kronos sehe als Übernahmen, die durchaus Chancen bieten. Aber das ist ein anderes Feld, man kann auch beide im Depot haben und deswegen bin ich auch nicht abgeneigt, Bud wieder ins Depot zu holen. Ich hatte schon mit sehr hohem Gewinn auch wieder verkaufen dürfen. Ja. Ja. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, welches Tabakunternehmen habt ihr denn im Depot? Viele Dividendenjäger schauen uns ja auch zu. Genau. Die kommen ja auch um diese Branche gar nicht herum. Nee, gar nicht. Für Dividendenjäger interessant. Das nächste Unternehmen, was wir haben, Paychecks. Viele werden sagen, was ist Paychecks? Was machen die? Und da muss man einfach mal sagen, operative Marge 36%. Das ist schon ordentlich. Ja. Sehr schwankungsgering. Sehen wir am Chart. Jawohl. Zeig uns den mal. Genau, im Chart sehen wir langfristig eigentlich nur eine Richtung und zwar nach oben. Zuletzt wieder ganz, ganz stabile Konsolidierung. Eher seitwärts, kaum Abverkäufe. Jetzt stabilisiert sich der Kurs weiterhin und wird sich wieder nach oben orientieren in den nächsten Wochen. Also sehr wahrscheinlich. Genau, aber was machen die denn eigentlich? Genau. Und Paychecks ist ein Finanz- und Personaldienstleister. Also sie übernehmen Human Resources, Personal und diese ganze Lohn- und Gehaltsabrechnung. Aber jetzt kommt's, nicht für die großen Unternehmen, nach denen gehen ja alle. Sie machen das für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also für die Unternehmen, für die du individuelle Lösungen brauchst. Sie machen das alles auf Cloud-Basis. Das kann der Kunde immer dazu buchen, abbuchen, so wie er es braucht. Und ich habe das Gefühl, sie sind die Einzigen in diesem ganzen Sammelsurium. Sie schaffen es Jahr für Jahr, die Gewinne zu steigern, die Umsätze zu steigern. Die Dividende wird erhöht. Man muss auch sagen, sie haben eine Eigenkapitalquote von 30%. Das ist auch okay.
Sie haben ein Umsatzwachstum die letzten 5 Jahre gehabt von 8%, davon kommen Gewinnwachstum 10,86% an, Aktienrückkäufe ist hier wieder das Stichwort, Dividendenwachstum 10%, also das, was vom Gewinnwachstum ankommt, wird direkt an die Aktionäre auch weitergegeben. Ja, ist ein sicheres Geschäft. Also es ist ein, ja, weil am Ende die Personalabteilung entscheidet darüber, wer rausfliegt. Genau, und wenn das einmal implementiert ist in einem Unternehmen, wird es auch keiner sagen, jetzt gehe ich da wieder raus und versuche das Ganze umzukrempeln. Und das kann ich auch wieder nur sagen, das sieht man auch bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung. Ja. Petrovski F-Score aktuell 5 von 9 möglichen Punkten, davon würde ich mich nicht blenden lassen. Wie gesagt, historisches KGV-Median 26, für 2020 27, aber für 2021 sind wir schon bei 25,1. Und das ist für mich wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, why not? Ne? Du hast es ja selber vorhin auch gesagt, der Chart steigt immer so ein bisschen an, dann geht er ein bisschen seitwärts, bis er in die Bewertung reingeflutscht ist. Eine Treppe. Wir laufen eine schöne Treppe hoch und ja, kauft es gerne, weil meine Aktien werdet ihr nicht kriegen. Ich habe sie auch schon eine Weile im Depot. Und ich bin, glaube ich, zufrieden. Ich bin zahlen viermal im Jahr Dividende, also für die Dividendeninvestoren und wirklich auch keine kleine. Nee, also sie haben eine Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar, schon ein schönes Unternehmen. Da gibt es ja noch, ich glaube, The Trade Desk machen die auch. Nee, da gibt es ein anderes, ich weiß gar nicht, wie es jetzt die Akzentur. Ja, genau. Und das war, also, wie gesagt, kann man wirklich nichts falsch machen. Im Wiki behalten wir es natürlich. Im Wikifolio behalten wir es auch drin. Es wächst ja auch immer sehr, sehr schön in ihre Bewertung rein. Und deswegen wird es mit dabei bleiben. Ja. Wer auch ganz schön stark gewachsen ist die letzten Jahre und wir arbeiten auch mit ihnen zusammen. Es ist hervorragend, es ist einfach, es ist super. Jeder kennt's. Die Webseite ist ABCXYZ, also ABCXYZ. Wir reden von Alphabet. Und da muss man einfach sagen, knapp 1000 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, also fast 1 Billion US-Dollar. Und jeder kennt Google, YouTube, Google Pay, Gmail, Google Maps, also Waymo haben sie auch. Sie haben im Cloud-Bereich sind sie ganz stark, im KI-Bereich sind sie ganz stark, den Google Chrome Browser. Also, was soll man dazu noch sagen? Ja, es ist ein Riesengigant. Ein Gigant. Genau. Und was sagt denn der Chart? Ja, der Chart, der war jetzt 2 Jahre oder fast 2 Jahre in einer Seitwärtsphase. Und jetzt sind wir ja im Zuge des großen Marktauftrends oder Aufschwungs letzten oder Ende letzten Jahres ging es dann auf neue Allzeithochs hoch und das wird jetzt fortgesetzt. Sicherlich werden die Unruhen jetzt auch wieder ein paar Abverkäufe mit sich bringen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es hier so langsam in Richtung 1500, 2000 Dollar gehen wird. Alphabet ist halt einfach eine Macht. Daten sind das Gold der heutigen Zeit. Ja, sie sind auch eine enorme Werbemaschine, muss man auch sagen. Operative Marge 25%. Nicht wirklich schwankend. Umsatzwachstum der letzten Jahre 18%, Gewinnwachstum gleich 18%. Sie haben eine Eigenkapitalquote von 76%, finde ich persönlich noch ein bisschen hoch. Man könnte auch mal anfangen, über Dividenden und massiven Aktienrückkaufen auch mal nachzudenken. Jetzt, wo die zwei Gründer sich auch mehr und mehr zurückziehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass bald eine Dividende in Aussicht gestellt wird. Lass uns überraschen. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum enorm, sehr robust, sehr solide. Ja. Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Im privaten Depot habe ich sie nicht. Sind eine enorme Werbemaschine. Bin aber im Überlegen, dort auch bald wieder einzusteigen. Hast du sie im Depot? Ich habe sie schon eine Weile im Depot. Ja. Und zum Glück. Zum Glück, aber ja, im Wikifolio denke ich, da wird sie auch noch ein bisschen drin bleiben. Also da sind wir aktuell. Ich schaue mal. Naja, sie sind aktuell etwas überbewertet, 111%. Sind auf Allzeit hochgestiegen. Sollten sie jetzt nochmal 9% jetzt in den nächsten Wochen nach oben gehen, werdet ihr es natürlich auch in der nächsten Folge erfahren. Beziehungsweise Quartalzahlen sind ja auch bald. Sind auch bald, aber da ist ja meistens, dass sie, sie kriegen meistens immer einen Dämpfer mit. Ja, die letzten waren positiv. Da ging es dann ein richtiges Stück hoch und wenn die eben jetzt sehr stark überraschen fundamental, dann könnte das auch wieder. Weißt du, was dann aber auch passiert? Dann drehen einige durch in der USA. Und weißt du, wo sie dann hin müssen? Was eine Überleitung. Zu meinem nächsten Unternehmen. Ich möchte sprechen über Universal Health Service. Ja. Werden nicht so viele kennen. Nein. 12 Milliarden Marktkapitalisierung. Aber was machen sie dann eigentlich? Klingt doch nicht so spannend. Erst nee, gut, ne? Aber sie betreiben ein paar Krankenhäuser, Altenheime und jetzt kommt es aber, stationäre Kliniken, also Ambulanzen und Psychiatrien. Klingt verrückt. Ich will jetzt nicht sagen, die Menschen werden immer bekloppter. Es gibt aber immer mehr. Aber es gibt immer mehr von uns.
Und da muss man einfach sagen, sie sind damit in den USA und in Großbritannien tätig. Vielleicht wird der Brexit auch da eine positive Auswirkung haben. Nein, also Gott bewahre. Jeder, der natürlich da betroffen ist, ist nicht gut. Marktkapitalisierung 12,43 Milliarden US-Dollar. Was sagt uns denn der Chart? Ja, im Chart muss man ja feststellen, seit 5 Jahren geht es hier nur seitwärts. Also irgendwie noch nicht wirklich attraktiv. Aber da sind wir wieder beim Marathon. Denn wer das aushält, bei Walt Disney war das übrigens ähnlich, da waren es auch 5 Jahre, bis dann der Ausbruch kam. Und zuletzt kam ja dann der Ausbruch, also zumindest im letzten halben Jahr. Und dann ging es erstmal wieder rauf. Klar, jetzt konsolidiert der Kurs weiterhin, aber ich glaube, dass es dann jetzt einfach mal fortgesetzt werden kann. Der langfristig übergeordnete Aufwärtstrend ist ja weiterhin intakt. Und insofern steht hier überhaupt nichts im Wege, auch Kursgewinne zu erwarten. Ja, wir haben eine operative Marge von 11%, Umsatzwachstum von 8%, EPS-Wachstum die letzten Jahre von knapp 10%, Dividendenwachstum 14%. Und das ist natürlich auch spannend. Die Ausschüttungsquote liegt bei 4%. Also 4% bei einer Dividendenrendite von 0,28% ist nicht viel, aber da ist natürlich auch sehr, sehr viel Luft. Dividendeninvestoren, Dividendengrowth, und das finde ich jetzt eigentlich sehr, sehr schön. Historisches KGV 13,5, für nächstes Jahr 13,1, 12. Also eine sehr, sehr moderate Bewertung. Ja. Muss man auch sagen, wenn man sich die Umsatz- und die operative, also die EBIT-Entwicklung anguckt, kann man nicht viel verkehrt machen. Also ich finde, es ist ein solides Geschäftsmodell. Es ist natürlich nicht immer so spannend, ne? Aber ja, das wollen wir in diesem Wikifolio ja gar nicht. Wir wollen robuste, langweilige Unternehmen, die mit der Zeit einfach entspannt sind. Genau, oder wachsen, wo man genau, auch zugucken kann. Ja, weil wir wollen uns ja auch erklären, wenn so eine Marktphase kommt, wo es mal rauf und runter geht, wollen wir weiterhin das Geschäftsmodell verstehen. Es muss total einfach sein. Und wenn dann einer sagt, Mensch, hier, British American Tobacco, ja, die rauchen ja. Ja, aber was bringt mir das denn, wenn ich ein Geschäftsmodell nicht erklären kann, aber habe die Aktie davon? Ja. Damit kann ich nicht gut schlafen. Genau. Also, wir haben auch hier wieder einen Zukunftstrend, denn es geht wieder um Gesundheit. Ja, genau, also und ich denke, dadurch, dass wir auch so einen entspannten Aufwärtstrend haben, könnte es sein, dass Universal Health vielleicht auch noch relativ lange bei uns im Wikifolio bleiben wird. Richtig. Und dann nehmen wir gerne Dividendenausschüttungen mit und das Kurswachstum. Also da bin ich eigentlich entspannt. Du hast sie im Depot? Ich habe sie im Depot, ja. Ich nicht. Und wir lassen sie im Wikifolio. Ja, auf jeden Fall. Bleiben da auch noch drin. Dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was, nicht mehr nur in Ambulanzen, sondern wer uns da auch immer weiterhelfen kann, ist der Value Investor par excellence, der aktuell noch lebt, Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. 552 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Eines der größten. Ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch die Analyse von Peter mal an. Oh ja, sehr interessant, hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Die verlinken wir auch, da ist das alles mal aufgesplittet. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast dazu gemacht. Ja. Da, wo man einfach, eigentlich du bist in allem schon investiert. Versicherung, Elektrizität, Versorger, Finanzen. Der kleine MSCI World haben wir gesehen. Also ja, es ist schon Apple, Coca-Cola, du bist eigentlich überall mit dabei. Ja. Und deswegen, ich kann es jedem nur, also es ist ein sehr, sehr solides Basisinvestment, genau, muss man auch sagen. Ne? Hört eigentlich in jedes Depot. Ja, was sagt der Chart? Der Chart sagt auch, na klar, langfristig ging es eh nur nach oben, jetzt eben auch wieder 2 Jahre Seitwärtsphase und hier wurde ebenfalls der Ausbruch, ja, konnte gemeistert werden. Es gab jetzt leichte Abverkäufe und jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, wo die Unterstützung greifen sollte und es weiter Richtung Norden gehen würde. Ja, ja, schauen wir mal. KGV von 17,7 finde ich aber auch in Ordnung für so ein Qualitätsunternehmen. Das muss man auch einfach mal so sagen. Wir haben ein Umsatzwachstum gehabt die letzten 4 Jahre von 4%. Aber es ist natürlich auch ein Dickschiff. Ne? Sie haben über 150 Milliarden US-Dollar Cash. Und sie kaufen aber auch immer sehr sukzessive auch eigene Aktien zurück, wenn der Buchwert unter 1,2 fällt. Schöne Taktik. Ne? Auch. Schöne Taktik auch, weil es gibt ja auch einige Unternehmen, die kaufen Aktien zurück. Bis zum Umfallen. Und wenn wir einen Buchwert von 5 haben, heißt das ja, du kaufst eine Aktie zum 5-fachen Preis zurück. Ja. Ob man das so braucht, ich weiß es nicht. Der Petrovsky F-Score 5 von 9 möglichen Punkten, davon würde ich mich aber auch nicht täuschen lassen. Schaut euch dieses doch so solide Unternehmen an, weil wenn man so eine Holding im Depot hat, hat man schon einige Segmente natürlich auch abgedeckt. Und das muss man einfach sagen. Deswegen, ich denke, die wird auch relativ lange bleiben, weil sie auch immer sehr schön, das sieht man ja, glaube ich, auch am Chart, in diesem Korridor pendelt, ja, von einer fairen Bewertung eigentlich. Ja. Also
Da ist eine Unterbewertung eher nochmal eine Chance, um nochmal einzusteigen. Unbedingt. Nachzukaufen, aufzustocken. Ja, und da muss man sagen, aber große Sprünge werden die jetzt nicht machen. Also das, aber das wollen wir ja auch gar nicht in dem Wikifolio. Wir wollen solides, robustes Wachstum. Das muss man einfach nochmal sagen. Wir wollen diese Zyklik aus dem Markt eindämmen. Wir wollen bei einer Marktkorrektur nicht alles mitnehmen, sondern eher uns ein bisschen schützen, aber trotzdem investiert sein. Ne? Richtig, weil genau. Wer nicht mitspielt, der kann auch nicht gewinnen. Seitenlinie ist hier der Fehlplan. Wer natürlich in den letzten Wochen einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht hat, ist das US-amerikanische Unternehmen Biogen. Jawohl. Die nächste Position in unserem Wikifolio. Nicht für langfristig. Also von meiner Seite aus eher nicht. Ich kenne mich im Pharma-Bereich nicht so aus, dass ich weiß, aber die Bewertung ist natürlich attraktiv. Ja. 52 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. US-Biotech-Unternehmen, was viel in diesem MS-Bereich unterwegs ist. Und KGV historisch von 17. Aktuell unter 10. Immer noch, trotz des Vorsprungs. Und das ist einfach, wir hatten ein Umsatzwachstum von 14% die letzten 5 Jahre, EPS-Wachstum von 22% und haben so ein KGV und wir erwarten immer noch ein Gewinnwachstum von Minimum 10% für nächstes Jahr. Warum? Wir haben es ja erklärt, wir haben ein Aktienrückkaufprogramm, wir haben es im letzten Podcast erklärt, von 10% der Aktien. Ja. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Das muss man erstmal. Das muss man erstmal sagen. 7 von 9 möglichen Punkten. Der Petrovsky F-Score, Umsatz steigt, EBIT steigt, EBIT wird weiterhin auch eigentlich jetzt steigen, wenn die Analysten stimmen. Was sagt uns denn der Chart? Ja, der Chart sagt uns ein Auf und Ab, das aber eher auf großen Sprüngen basierend, denn es ging ja erst so gegen ersten Quartal oder Ende ersten Quartals 2019 richtig stark nach unten und dann eben. Ja, so im Oktober mit einem riesen Kurssprung, Philipp, ne, du hast es, glaube ich, knapp verpasst, ja. Ging es dann richtig stark wieder hoch, so um die, ich glaube, 40% waren das zeitweise, das war schon ordentlich auf die 300 Dollar zurück. Seitdem sehen wir eher eine Konsolidierung, klar, da gibt es auch viele, die erstmal Gewinne mitnehmen, wieder neu kaufen, aufgrund einer recht guten Bewertung. Ja. Und insofern wird sich das jetzt zeigen, ob hier auch wieder, vielleicht durch mögliche Blockbuster, wieder neue Höhen erreicht werden können. Ja. Schwer zu sagen. Was man natürlich auch braucht auf der Welt, das ist Visa. Denn die Freiheit nehme ich mir. Wir wurden jetzt nicht bezahlt für diese kleine Werbung. Aber es ist schon mit einer der ersten Aktien in meinem Depot gewesen. Ist auch die beste Aktie in meinem Depot. Ja. Und ja, Visa oder Mastercard, was auch immer. Aber ich persönlich finde, Visa ist schon deutlich attraktiver bewertet. Wir haben 421 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ich glaube aber, hier ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Wir gehen immer noch weiterhin dem Trend digitales Bezahlen, Cashless Bezahlen. Und da muss man einfach sagen, durchschnittliches KGV von 26 für nächstes Jahr, 26,5 für das Jahr darauf, 23,42. Die Dividende steigt, das EBIT steigt, der Gewinn je Aktie steigt, die Dividende ist um 20% schon wieder angehoben worden. Also für Dividendenwachstumsjäger ist das natürlich auch eine Sache. Der Chart, denke ich, zeigt uns ja eigentlich auch immer, wann ein Unternehmen robust ist, oder? Ja, der Chart zeigt ganz deutlich einen wirklich tollen Anstieg. Und wenn hier mal eine Schwäche, wie eben im letzten Quartal 2018 stattfindet, dann kauft zu, nutzt die Chance. Habt da keine Angst, dass es da weiter runtergeht. Der Trend wird sehr unwahrscheinlich brechen. Deswegen einfach mit kaufen, wenn der Kurs mal schwächeln sollte und einfach laufen lassen. Am besten nicht beobachten. Visa hat noch so viel Potenzial, sehe ich. Bleibt doch, also passt sich auch immer seine Bewertung an. Wie viele auch immer noch mit Bar bezahlen und das wird nach und nach immer weniger werden und deswegen einer der Profiteure. Aber wir müssen natürlich jetzt aufpassen, wir sagen, wir verkaufen ja bei ungefähr 120% Bewertung, wir sind schon mal 115. Also hoffen wir auf die Analysten, dreimal auf Holzklopf, dass die schnell die Bewertung anpassen, aber Visa kommt auch immer mal wieder zurück, das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben ein Umsatzwachstum erwartet für die nächsten 3 Jahre von 10%, 15% Gewinnwachstum, das heißt, sie können mehr transferieren, wahrscheinlich auch durch Aktienrückkäufe. Ja. Dividendenwachstum 3 Jahre 7,43%, da erwarte ich persönlich mehr als die Analysten. Ich glaube nicht, dass wir jedes Jahr nur um 7% steigen werden. Haben wir ja extra jetzt 20% erhöht. Ja, nee, aber ich glaube, das wird auch weiterhin so angehalten. Ja, genau, also wir werden das wahrscheinlich auch weiterführen. Petrovsky F-Score, 8 von 9 möglichen Punkten. Deutlich. Umsatz steigt, EBIT steigt und was ich jetzt nochmal herausstellen möchte, die operative Marge. 67%. Das ist schon enorm. Von jedem Euro, den die umsetzen, bleiben operativ 67 Cent übrig. Ja.
Dann geht natürlich noch Steuern und aber das ist trotzdem. Im Vergleich zu den anderen Unternehmen, ja, die man bisher betrachtet. Also das ist ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell. Wahnsinn. Ja, wo der Zug aber immer fährt. Ha. Und das ist auch wieder in der USA. Ja. Union Pacific. War ich lange auch investiert, habe ich aber verkauft. Warum? Weil ich Berkshire gekauft habe. Und wer sich Berkshire Hathaway, die Analyse von Peter mal anschaut oder auch unseren Podcast hört, der wird feststellen, dass die Berkshire ein Schienennetz in der USA hat, direkt so in der Mitte. Ja, mit was vielen Auslösungen. Einfach ihm gehört. Ja. Und deswegen, ich will keinen Klumpen haben. Persönlich bin ich auch nicht der Überzeugung, dass man 40 Positionen im Depot braucht. Ich glaube, mit Diversifizierung, also wenn ich ein breit diversifiziertes Portfolio haben möchte, erstens sehe ich nicht, dass ich die Kompetenz in allem habe. Und dann kann ich auch ein MSCI World kaufen. Ja. Weil je mehr ich natürlich auch diversifiziere, desto kleiner wird meine Chance, den Markt outzuperformen. Muss man auch mal so sagen. Aber Union Pacific ist doch ein hochspannendes Unternehmen, was auch immer mal wieder runterkommt, wo ich dann auch wieder anfangen würde, wieder zu überlegen, ob ich doch wieder einsteige. 126 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Kein kleiner. Ja. Kein kleiner. Schöne Dividende. Das ist ja, was sagt der Chart? Der Chart, der sagt, das ist im Prinzip wie bei 3M, dass es hier wirklich sehr, sehr langfristig immer wieder hochgeht. Hier bieten sich nur immer wieder mal Chancen, also kleinere Abverkäufe, die man nutzen kann, wie jetzt zuletzt erst am so Oktober herum, da waren es dann $150, da konnte man durchaus schnell mal einsteigen, wenn man den Aufwärtstrend beachtet. Jetzt aktuell auf dem Allzeithochniveau und jetzt fehlt eigentlich bloß noch ein kleiner Ausbruch und dann geht es weiter in Richtung Norden, Richtung $200. Wir haben eine starke operative Marge von 37%, knapp 38% Umsatzwachstum der letzten Jahre und das ist natürlich jetzt auch wieder was so ein bisschen doof ist, ne? 0,78%, das ist nicht viel. Nein. Gewinnwachstum 10%, Dividendenwachstum 15%. Ich vermute ordentlich Aktienrückkäufe. Kosten gespart. Kosten gespart, Umsatzwachstum erwartet, auch wieder Gewinnwachstum 10%, Dividende soll auch um 10% wachsen. Also man geht davon aus, dass das Gewinnwachstum wieder weitergegeben wird. Deswegen, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Aber es ist, glaube ich, auch ein sehr solides. Also wenn man sich mal den Geschäftsbericht anschaut von Union Pacific, sie berichten auch in den ganzen Branchen, für die sie dann natürlich auch fahren. 5 von 9 möglichen Punkten, der Petrovsky F-Score. Ich persönlich würde jetzt aktuell nicht kaufen. Wie gesagt, ich bin über die Berkshire mit sowas beteiligt. Ja. Und das war's. Bist du beteiligt? Ich bin nicht investiert privat, aber wir bleiben erstmal bei unserem Wikifolio. Bleiben genau. Dran. Auch wenn wir Berkshire haben, aber ich glaube, hier beobachten wir einfach noch weiter. Ja, weil, aber wir sind ja auch nicht darauf aus, hier 40 Jahre zu halten. Nein, oder sowas. Ne? Also ich denke, wenn wir so nochmal so 15% erleben, dann könnte man, auch über einen Verkauf nachdenken. Jetzt, wo natürlich auch viele sind in unserer Facebook-Gruppe. Also kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, diskutiert dort mit uns, erfahrt immer die neuesten Beiträge von Modern Value Investing. Aber wo wir natürlich auch nicht vertreten sind, ist China. Ja. Und das chinesische Facebook haben wir auch noch nicht erobert mit Tencent. Tencent. Persönlich bin ich nicht investiert, ich war investiert. Bist du investiert? Ich bin sehr lange schon investiert, habe sogar jetzt die Talfahrt mitgemacht, aber hier glaube ich, ist die Geduld irgendwann eine Belohnung wert. 3,265 Milliarden chinesische Yuan Marktkapitalisierung, was sagt uns der Chart? Ja, charttechnisch ging es ja lange Zeit nach oben, bis es zu einer Übertreibung kam und eben zu starken Abverkäufen, vor allen Dingen auch aufgrund des Handelsstreites mit der USA. Und jetzt ging es dann doch langsam wieder rauf. Die Seitwärtsphase, die sich jetzt gebildet hat, die scheint sich bald nach oben aufzulösen. Das aber, wie gesagt, ist abhängig natürlich von einem, ja, von einer Schlichtung des Handelsstreits zwischen USA und China. Ja, was ich aber interessant finde, wir haben KGV von 33 im Schnitt, aber wir haben Umsatzwachstum von 40% fast, ein EPS-Wachstum von 38% und ein Dividendenwachstum von 35%. Eigentlich eine sehr faire Bewertung. Ja, und wenn man sich vorstellt, was sie machen, also Tencent ist ja nicht nur so eine Art Facebook, sondern die haben auch Zahlungsdienstleistungen mit implementiert in WeChat, das ist das WhatsApp von China. Dann ganz, ganz viele Mobile Games, die dort mit haben. Ich glaube, Fortnite war eins der Beispiele. Ist ja, ja, also unter dem Globus ein Riesentrend. Dann Tencent Music, also das Spotify-Äquivalent aus China. Und dann muss man ja sagen, die Chinesen werden ja immer wohlständiger, die haben immer mehr Geld zur Verfügung und nutzen das natürlich dann auch. KGV nächstes Jahr 30, dann 27. Also vielleicht steige ich hier doch sogar nochmal ein, also nicht heute. 4 von 9 möglichen Punkten, der Petrovsky F-Score, ja, aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. Eigene Meinung bilden lassen,
schauen, bin ich von den Umsätzen, von den Gewinnen in meinem Depot da auch schon investiert? Nein? Dann warum nicht als eine schöne Beimischung, um vielleicht auch mal nicht nur in diesem globalen amerikanisch-angelsächsischen Raum sozusagen zu investieren. Wenn einem das aber alles zu viel wird, hat man natürlich auch mal die Möglichkeit, in ein solides deutsches Unternehmen zu investieren. Ich rede von einer Marktkapitalisierung von knapp 33 Milliarden Euro. Wir waren auf der Hauptversammlung. War ein bisschen langweilig nach Bayer für mich. Ich rede von Fresenius. Internationaler tätiger Gesundheitskonzern, der aber nicht nur Krankenhäuser hat, sondern auch im Pharmabereich tätig ist. Mit Fresenius Medical Care natürlich auch im Dialysebereich ordentlich tätig ist. Man muss aber auch sagen, sie sind über Fresenius Kabi mit ein großer Generikahersteller. Das ist eigentlich auch so ihr Hauptgeschäft. Also es sind gar nicht die Helios Kliniken. Den größten Anteil vom Kuchen, also vom Gewinn, macht Kabi. Und da muss man sagen, KGV von 16 im Schnitt ist schon in Ordnung. Marktkapitalisierung, wie gesagt, 33 Milliarden Euro. Was macht der Chart heute? Ja, heute. Gutes Stichwort. Der Chart, ja, eigentlich langfristig auch wieder top. Aber dann gab es ja in den letzten Jahren ganz starke Abverkäufe. Wir wissen das noch von der Hauptversammlung. Da wurde dann ja doch der Unmut klar von den Anlegern. Und jetzt gab es eine Bodenbildung. Das Tief vom Ende 2018 wurde nochmal bestätigt und seitdem ging es dann wieder rauf Richtung 50 Euro. Jetzt wird sich doch mal zeigen, ob der Trend dann mal bricht oder ob wir hier die Seitwärtsphase fortsetzen. Tiefer kann ich mir aber allerdings nicht mehr vorstellen. Ja, wir haben auch ein KGV, das muss man ja auch sagen, jetzt wie gesagt 16 im Schnitt. Jetzt haben wir 14 für nächstes Jahr, danach sind wir bei 13, also wir sind immer noch deutlich drunter. Natürlich passt die Anpassung vom KGV auch. Warum? Weil, wenn man jetzt mal guckt, das Umsatzwachstum der letzten Jahre war bei 10%, das Gewinnwachstum bei 14%, das Dividendenwachstum bei 13%. Für die nächsten drei Jahre erwartet man Umsatzwachstum von 5% und Gewinnwachstum von 2%. Das ist natürlich klar, dass dann sich auch das KGV wieder nach unten setzt. Ja, klar. Und das ist dann auch wieder die Erklärung dafür, für diese Bewertung. Aber man muss auch natürlich sagen, so ein geringes KGV lässt natürlich auch Raum für Überraschungen. Ne? Übernahmen, Aktienrückkäufe. Da kann man dann natürlich auch mal ordentlich nochmal den Turbo anzünden. Die nächsten Quartalsergebnisse können die nächsten Quartalszahlen kommen. Überraschen oder und wieder besser sein. Deswegen, also Fresenius, bin ich noch relativ positiv. Du bist selbst investiert? Ich bin selbst investiert, ich bleibe auch investiert. Ja. Das ist, ja. Ein Standard. Ja. Selbst wenn ich kein Geld hätte, brauche ich Medikamente, muss ins Krankenhaus gehen. Korrekt. Und dann brauche ich auch Ersatzprodukte von teuren verschreibungspflichtigen Medikamente, Generika. Generika. Und Nahrungsmittel machen sie ja auch noch, also Ergänzungsmittel. Also sie sind da sehr, sehr breit aufgestellt, das muss man einfach sagen. Ja. Fürs Wikifolio, vielleicht lassen wir es noch ein bisschen laufen, aber es ist, glaube ich, jetzt kein Kandidat mehr, der in einem Jahr noch im Wikifolio 3 sein wird, glaube ich nicht. Werden wir sehen. Ja. Was natürlich auch viele immer nutzen hier, das ist das Handy und da nutzt man natürlich auch das Netz. Und wenn man in der USA ist, kann es sein, dass man das Netz von Verizon nutzt. Das Größte. Größte. 250 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Marcel, was sagt uns der Chart? Der Chart, der sagt uns sehr viel Volatilität, denn wie auch AT&T ging es hier auch immer wieder mal nach unten. Allerdings hat sich das Ganze jetzt stabilisiert innerhalb des letzten Jahres und man sieht auch, dass die Value-Aktien wieder gefragter sind. Es geht auf ein Niveau des Allzeithochs und jetzt sind wir auch schon sehr nahe daran, wenn alles gut geht und die Zahlen und 5G vor allen Dingen auch der Trend. Ja, das ist ein großer 5G-Profiteur. Absolut, wenn das dann passt, dann geht es auch wieder weiter in Richtung Norden. Ja, historisches KGV 14,8 für nächstes Jahr, 12, danach sind wir bei knapp 11 schon. Dividendenjäger kommen auf ihre Kosten. Umsatzwachstum ist nicht mehr wirklich groß, aber Gewinnwachstum, das muss man einfach sagen, ist vorhanden. Ja. Dividendenwachstum haben wir auch. Wir haben natürlich Yahoo, die Übernahme, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Nein. Aber Petrovsky F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Ich glaube, hier könnte doch noch ein großer Profiteur von diesem ganzen 5G. Dann kommt doch vielleicht der Umsatz, die Umsatzgewinne wieder zurück, weil klar, es müssen größere Verträge gemacht werden. Genau. Kunden bezahlen wieder mehr, genau. Vor allem auf die Industrie. Ja, natürlich. Ganz klar. Wichtig ist natürlich, was man aber auch sagen muss, man kann sich hier auch AT&T mit angucken. Ja. AT&T hat natürlich den Vorteil durch die Time Warner Übernahme, die auch nicht zu teuer war, von den Gewinnen her, muss man auch sagen, hat man hier natürlich noch diesen Streaming, also HBO und alles mit dabei. Wenn man das noch nicht im Depot haben sollte. Ich persönlich habe es mit Disney im Depot. Also ich würde wahrscheinlich eher eine Verizon einer AT&T vorziehen.
Ich denke, Verizon ist ein sehr solides Unternehmen, muss man auch sagen. Hast du es im Depot? Nicht mehr. Ich hatte es mal eine Zeit lang, habe dann aber aufgrund der Klumpenlastigkeit mich für AT&T entschieden. Ob das richtig war, werden wir dann in der Zukunft sehen. Ja, nein. So, das war auch schon heute unser Wikifolio. Genau, beim nächsten Mal schauen wir mal, was neu hinzukommt. Was rausgekommen ist, was neu ist. Und jetzt bitte, unsere Bitte an euch, schreibt uns Vorschläge in die Kommentare. Wir werden nicht alle Vorschläge besprechen können, aber die Top 10 werden wir besprechen. Wir brauchen robuste, sichere, solide, nicht zyklische, gut bewertete Unternehmen und die wollen wir hier durchlaufen. Genau. Und dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal persönlich wieder am 15. Genau. Am Freitag gibt es natürlich wie immer unser Podcast, am Sonntag das Update. Abonniert gerne den Kanal, werdet gerne ein Patreon, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe oder folgt uns auf Instagram. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.